Wenn Sie einen Gartenteich haben, da haben Sie klassische Fische drin, Goldfische beispielsweise oder Kois. Aber welche Kaltwasserfische zu Hause noch funktionieren hier in unserer Region, das haben wir uns bei einem Spezialisten in Kamenz angeguckt. Da, wo andere Blumenkästen hinstellen, hat Peter Benewitz Aquarien. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit Kaltwasserfischen, die sich wie Goldfische oder Kois im Gartenteich halten lassen. Bei einer Wassertemperatur von bis zu 20 Grad fühlen sich die Tiere am wohlsten. Und im Gartenteich können sie sogar den Winter verbringen, wenn er tief genug ist und nicht durchfriert. Hier in den schattigen Aquarien leben nordamerikanische Diamant- und Scheibenbarsche. Kleine Fische, mit denen Benewitz eine lange Geschichte teilt. Scheibenbarsche, die halte ich schon seit meiner fast Kindheit. Diamantbarsche gab es in der DDR nicht. Die hat man vergeblich gesucht. Das kam erst nach der Wende wieder. Und die Scheibenbarsche habe ich schon immer gehabt, schon in der Jugend. Die haben mir halt immer gefallen, weil die so ruhig sind und auch von der Zeichnung, von der Farbe her. Überall in seinem Garten befinden sich kleine Wasserstellen. Und in all diesen Tümpelchen vermehren sich unterschiedliche Arten. Hier zum Beispiel haben gerade die europäischen Hundsfische Eier gelegt. Die Weibchen bewachen das Gelege so lange, bis die Jungen geschlüpft sind. Und ich versuche jetzt, das Weibchen irgendwie hier vorzutreiben, damit man es zu Gesicht bekommt. Viel ist nicht zu sehen. Erstaunlich aber, dass das Weibchen gar nicht scheu ist. In der Natur sind die Hundsfische aus dem Donau-Einzugsgebiet sehr selten geworden. Hier im Teich vermehren sie sich fleißig. Dann sind hier noch Moderlieschen drin. Das ist ein Fisch, der in unserer Gegend hier sehr häufig ist. Eigentlich der Fisch, der am besten für seinen Gartenteich geeignet ist, der vergreift sich auch nicht an Kaulquappen und dergleichen. Während die Hundsfische ja doch eher Raubfische sind. Deswegen habe ich hier noch andere Tümpel und Teiche drumherum, wo die Frösche und Kröten laichen können und Libellen sich vermehren. Genauso wie Pflanzen haben auch Fische unterschiedliche Ansprüche. Besonders kühl und sauerstoffreich mag es zum Beispiel der heimische Gründling. Er lebt im schattigsten Teich vor dem Haus. Um den Tieren ein gutes Zuhause zu bieten, sollte man sich vor der Anschaffung gut informieren. Also generell würde ich für die Haltung von Fischen empfehlen, sich in Fachliteratur zu informieren oder in Fachgruppen, die sich damit beschäftigen. Internet ist problematisch, weil da kann jeder seine Gedanken da reinschreiben und da steht viel Unsinn drin, da kann man viel Fehler machen. Was fast alle diese Fische, bis auf die Moderlieschen, brauchen, ist Lebendfutter. Peter Benewitz füttert in seinen Aquarien mit Kescherfängen zu. Aber in Teichen mit nur wenigen Tieren finden diese oft auch so genug Mückenlarven und Wasserflöhe zum Überleben. Während andere am Feierabend den Blick auf ihre Blumen genießen, beobachtet der Fischliebhaber in der Gartenlaube seine Mitbewohner. Die räuberischen Hundsfische aus Südosteuropa, die zarten Reiskerpflinge aus Japan oder die prächtigen Diamantbarsche aus Nordamerika. Vom Wasser geht's noch mal zurück.